Ich drehe dieses Video tatsächlich am 21. März, sprich Sonntag Frühlingsbeginn. Es scheint die Sonne, die Vögel zwitschern. Jetzt natürlich in dem Moment nicht. Und ich danke für einen Tag von Lisa vom Gedankenlabor für den Bye-Bye-Winter-Tag, der sich heute nur so anbietet mit all dieser Sonne und diesen Wohlgefühlen und der Aussicht auf schönere Tage, längere Tage. Und deshalb gibt es Fragen, wo wir den Winter verabschieden und sagen Baba. Nun denn, verabschieden wir den Winter. Wobei, in Tirol gibt es den Spruch, vor Ostern hat es immer noch einmal geschneit, sprich wir haben ja noch einige Wochen bis Ostern. Mal sehen, ob uns der Winter vielleicht doch noch kurzzeitig wieder mal einholt. Getaggt wurde ich von der lieben Lisa von Gedankenlabor. Danke nochmals dafür, habe mich sehr gefreut und ausgedacht hat sich die Fragen, die Elena von Elena Tardi. Ich verlinke natürlich alle Accounts unten. Und die Elena ist, was das angeht, extrem kreativ. Die macht sich da immer ganz viele Gedanken, versucht Verbindungen herzustellen zwischen den diversen Themen. Und ich selber bin, was das angeht, überhaupt nicht kreativ und bin dann immer froh, wenn ich auf so einen Tag aufspringen kann und den mitmachen darf, weil dann muss ich nur für die Antworten sorgen, sprich 50% habe ich mir geliehen und 50% gibt es von mir dazu. Okay, beginnen wir ganz, ganz schnell mit der ersten Frage. Was täten wir ohne Handy? Erste Frage. Der Winter. Er ist die kälteste der vier Jahreszeiten. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Winter meteorologisch am 1. Dezember und geht bis zum 28/29. Februar. Kalendarisch beginnt er mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember und endet entsprechend am 20. 21. März. Wie viele Bücher hast du im Winter gelesen? Entscheide dich für einen der Zeiträume, sprich 1. Dezember bis 28. 29. Februar oder eben die kalendarische Zeit. Mein innerer Monk will genaue Zeiten, sprich ich habe mich entschieden vom 1. Dezember bis 28. Februar. Da ist auch mein Buchhalterherz besänftigt und deshalb geht das gut. Ich habe gelesen 33 Bücher und ein Hörbuch gehört, sprich insgesamt waren es 34 Bücher. Das finde ich gut. Der Dezember war natürlich sehr erfolgreich, weil Urlaub, Feiertage, ach, was da alles war, schön war's. Zweite Frage. Winterwetter. Neuschnee ist für Wintersportfans interessant. Hast du ein Buch gelesen, in dem typische Winterfortbewegungsmittel vorkommen? Schlitten, Skier, Pferdekutschen mit Kufen etc. Ja, ich dachte zuerst, das hätte ich nicht, aber doch habe ich. Ich bin ganz erstaunt, dass ich sowas gefunden habe. Und zwar von Karen Swan, ein Geschenk zum Verlieben. Habe ich im Dezember gelesen, richtig für Weihnachten. Und zwar ist es keine richtige Weihnachtsgeschichte, aber es ist eine Wintergeschichte. Und in diesem Buch gibt es einen Abschnitt, der in der Schweiz spielt. Und dort werden Skier benutzt und Skidos. Das ist doch wirklich sehr winterlich. Und die Geschichte selbst hat mir gut gefallen. Es hat eine richtig tolle Entwicklung gegeben und mit einem Twist ganz zum Ende hin, den ich fast nicht kommen gesehen habe, der mich voll erschlagen hat auf der Breitseite. Aber war ungewöhnlich. Es geht um eine Frau, die Schmuck herstellt und zwar sehr, sehr individuellen Schmuck. Sie fertigt Anhänger. Und um diese Anhänger so persönlich und perfekt wie möglich zu machen, möchte sie oder spricht sie mit dem Beschenkten bzw. mit den Menschen, die um sie herum leben. Und in dem Fall möchte sie Anhänger machen, 7 an der Zahl, für eine Frau, die Freunde hat, einen Ehemann und da kann sie dann in diese Familie hineinschauen und erkennt, welche Stellung jeder so hat und wie die ganzen Dinge verbunden sind, wie da die Dynamik ist. Also von dem her eine richtig gute Ausgangssituation, sehr, sehr spannend, sehr interessant, wie man dann
entscheidet, welche Anhänger zu wem passen und wie man sie gestaltet. War sehr gut. Karen Swan ist ja im Grunde genommen im Winter bekannt dafür, dass sie immer wieder tolle Weihnachtsromane bzw. Winterromane hat. Und mit Ein Geschenk zum Verlieben kann ich auf jeden Fall mithalten. Mit Skidos, Skiern und ich glaube, sie waren auch kurz rodeln, aber da würde ich jetzt nicht mehr drauf wetten. Frage Nummer 3. Erkältungswetter. Die gesamte Winterzeit ist geprägt durch Erkältungswetter. Deswegen ist richtige Kleidung wichtig. Nicht zu kalt und nicht zu warm. Welches deiner im Winter gelesenen Bücher hat deiner Meinung nach das schönste, passendste Winterkleid? Nun denn, es ist vielleicht nicht wirklich ein Winterkleid, aber es ist einfach so schön. Ich hätte noch ein anderes im Angebot gehabt, aber ich habe mir dann schlussendlich für Bridget Camera den dritten Teil der Amberfall-Reihe Ein Schwur so mutig und schwer entschieden. Jetzt ist es nicht nur dieses, was total schön ist, sondern auch der Buchschnitt. Bücherbüchse macht's möglich und macht diesen wundervollen, schönen Buchschnitt. Das ist der dritte Teil der Reihe, auch der Abschluss der Reihe. Mir haben alle drei Bücher richtig gut gefallen. Der erste war eine moderne Adaption oder zu Die Schöne und das Biest. Das zweite Buch war, es hat im ersten Teil eine Freundschaft gegeben, die ist dann zerbrochen und dann geht es um diesen zweiten Teil der Freundschaft, wie es da weitergeht. Und das ist ein richtig diplomatischer Band. Da wird werden wahnsinnig viele moralische Fragen gestellt. Mehr oder weniger, man möchte voraus wissen, was jemand entscheidet, wie man sich selbst entscheiden soll. Das war ein richtig guter, gut durchdachter Roman. Wahnsinnig, also ich kann jetzt nicht viel erzählen, weil sonst würde ich sehr viel verraten von diesem Buch. Mir hat es gefallen, ich machte alle drei gern, aber als Winterkleid bzw. als schönstes Cover geht es, glaube ich, definitiv durch. Frage Nummer 4. Vorweihnachtszeit. Meist ab dem 10. Dezember geht es los mit Schnee, sodass man in höheren Lagen mit weißen Weihnachten rechnen kann. Welches Weihnachtsbuch hast du im Winter gelesen? Da wäre ich auch fast darüber gestolpert. Ich dachte, aber dann ist mir eingefallen, beziehungsweise in meiner Leseliste habe ich eindeutig ein absolutes und totales Weihnachtsbuch gefunden. Und zwar von Petra Durst-Benning, Das Weihnachtsdorf. Eine Kurzgeschichte, ihr seht, nicht sehr dick. Wo es um ein bestimmtes Dorf geht, Weihnachtsdorf, in dem die Weihnachtszeit extra besonders gefeiert wird. Ich wünschte, ich hätte die Bücher davor oder das Buch davor gelesen. Und zwar das Buch davor war, soviel ich weiß, gerade einen Moment, Die Kräuter der Provinz. Und es sagt zwar jeder, man kann es eigenständig lesen, ich finde, wenn man manche Dinge verstehen will, dann macht es Sinn, das Buch davor zu lesen und dann die einzelnen Figuren, die dort vorkommen, noch besser zu kennen und verstehen, warum sie gewisse Dinge tun. Aber definitiv ein Weihnachtsbuch, das ich kurz vor Weihnachten auch gelesen habe. Frage Nummer 5. Hochwinter. Eisige Temperaturen stellen sich oft erst im Januar ein. Es besagt eine Bauernregel. Ist bis drei König kein Winter, folgt auch keiner mehr. Welches Buch hast du in diesem Winter nicht gelesen? Ja, da könnte ich alle erwähnen, die ich so da liegen habe und noch nicht gelesen sind. Aber entschieden habe ich mich für ein besonderes. Gerade einen Moment. Hab da schon was vorbereitet. Und zwar von Madeleine Miller, Ich bin Circe. Ist echt ein super schönes Cover. Die Geschichte soll auch wunderschön sein. Es liegt auf meinem, wirklich auf meinem Stapel To Be Read, ganz in meiner Nähe, sodass ich eigentlich sofort zugreifen könnte. Die Nettie hat es mir auch bei Pick My Sub Oktober herausgesucht, aber ich habe immer noch nicht dazu gegriffen. Es ist eine moderne Odyssee. Es geht um Circe auf dieser Insel und mythologisch angehaucht, aber allerdings neu erzählt von Madeleine Miller. Sehr erfolgreich und ja, ich hoffe, ich kann es doch bald lesen. Ist ja eine Schande eigentlich. Frage Nummer 6.
Kälte in Deutschland hat der Winter eine Durchschnittstemperatur von 0,2 Grad. Die letzten 20 Jahre war es als Mittelwert 1,4 Grad, sprich Erderwärmung lässt grüßen. Der kälteste Winter wurde 1962-1963 mit durchschnittlich minus 5,43 Grad gemessen. Nenne ein Buch, das du gerne im Winter gelesen hast und eines, das dir nicht so gut gefallen hat. Jetzt hat es einen Schnitt gegeben, weil ich vergessen habe, das hervorzuheben, welches ich gerne gelesen habe. Und zwar von Trish Dollar, du hast gesagt, es ist für immer. Es war ein Rezensionsexemplar mit einem kleinen Bloggerbox und da war so ein kleines Fläschchen mit irgendwas Exotischem, das man mischen hat können, entweder mit Sekt oder Weißwein oder was auch immer. Und das war richtig lecker. Muss nochmal nachfragen, was das genau war. Und zwar geht es um Anna, die ihren Freund verloren hat. Also ihr Freund ist tot und eines Tages erhält sie eine Erinnerung, die im Kalender verankert war, dass es Zeit ist, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund aufs Boot geht und ihre bestimmte Reise, die sie geplant hatten, in Angriff zu nehmen. Und es ist jetzt schon einige Monate her, dass er verstorben ist und es ist für sie so der Weckruf zu sagen, okay, jetzt muss ich was tun. Die Trauer, die sie erdrückt, ist so berechtigt und so greifbar. Und als sie sagt, sie macht es jetzt, ist es mehr als unüberlegt. Aber sie tut es, sie geht einkaufen, sie holt das. Stellt sich der ersten Herausforderung und merkt, hui, alleine werde ich das nicht schaffen. Und dann sucht sie einen Skipper und findet diesen auch und mit ihm beginnt sie diese abenteuerliche Reise durch ganz verschiedene Inseln. Es ist schon ein fixer Plan, wo sie hin möchten und so, aber es gibt dann auch kleine Abstecher in Neuland. Das spielt in der Weihnachtszeit im Sommer, also das ist Karibik, Feeling, Flair mit einer wunderschönen Freundschaft, die da beginnt zwischen Anna und Finn, glaube ich, heißt er, gell? Das ist eine Geschichte, die mir auch im Kopf geblieben ist. Es geht um Trauer, es geht um den Verlust, aber auch ums Loslassen und Neuanfangen. Und Neuanfangen mit einem neuen Jahr finde ich immer sehr bezeichnend. Und also ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen, der mal so eine Mischung haben will aus ernsthaften Themen bzw. wunderschönem Setting und natürlich auch ein bisschen Trauer, aber auch ganz, ganz viel Freude und ganz viel Neues. Also das, mir hat es wahnsinnig gut gefallen, das war eine richtig tolle Lektüre, die ich gerne empfehle. Das Buch, das mir nicht so gefallen hat, das kann ich euch nur noch einblenden, weil das ist bereits ausgezogen und zwar von Emma Behrens, Das Haus der Libellen. Ich hatte mir eine wundervolle Geschichte rund um Freundschaft erwartet. Es geht um eine junge Frau, die zurückkommt in ein Nachbarhaus, wo sie mit Geschwistern gemeinsam aufgewachsen ist. Und ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe. Auf jeden Fall habe ich mir ganz viel Freundschaft und ganz viel Aufarbeiten dieser Freundschaft, beziehungsweise, dass man sich jahrelang nicht gesehen hat und dann updatet mehr oder weniger. Es war irrsinnig melancholisch, es war sehr schwermütig und ehrlich gesagt, im Mittelpunkt stand dieses Haus, tatsächlich dieses Haus. Und ich konnte mit der Beziehung, mit dieser Dreierbeziehung zwischen dieser Bruder und dem Schwester plus der Hauptfigur einfach nichts anfangen. Das war mir zu toxisch, da konnte ich irgendwie, ist da der Funke nicht übergesprungen. Es war keine der Hauptfiguren so sympathisch, dass ich sage, okay, wegen der könnte ich mir jetzt vorstellen, wäre das vielleicht was. Da bin ich einfach oft einfach angestanden, habe dann weitergelesen, weil ich mit Franzi von Franzi liest, also sie hat mir das ausgesucht für Pick My Soap Januar und wir hatten vor, einen Live-Talk dazu zu machen. Deswegen habe ich es fertig gelesen, aber es war einfach nicht meins. Ich konnte einfach nicht verstehen, warum diese Freundschaft überhaupt existiert hat, warum das Ganze so geendet hat. Und meins war es nicht. Franzi mochte es sehr. Also ist doch interessant, wie unterschiedlich Meinungen zu den jeweiligen Themen gibt, beziehungsweise zu den Büchern gibt. Gut. Siebtens, kurze Tage.
Die Tage im Winter sind mit zwischen 8 und 11 Stunden sehr kurz. Welches ist das kürzeste Buch, das du im Winter gelesen hast? Ich habe jetzt versucht herauszufinden, ob ich was anderes finde, aber nein. Das Weihnachtsdorf war definitiv mein kürzestes Buch. Das hat 100 und wie viele Seiten? Ja, das waren knapp 199 Seiten. Ja, da gibt es noch ein paar Rezepte. Gerade im Moment, dann sind es noch weniger. Okay, ohne der Rezepte. Elisenlebkuchen, ach je. Gerade im Moment. Ja, sind doch mehr Rezepte drin als gedacht. So. 170 Seiten hat das Buch, also mein kürzestes. Ich lese ja ganz wenig Kurzgeschichten, weil das einfach nicht mein Ding ist. Ich immer das Gefühl habe, mir fehlt was. Aber wie gesagt, wenn man den Roman davor gelesen hat, dann macht der ganz, ganz viel Spaß, macht die Geschichte wirklich Spaß und das freut dann, sowas zu lesen. Das waren die 7 Fragen zum Bye-Bye-Winter. Von mir aus geht es gut. Könnte jetzt tatsächlich der Frühling komplett durchstarten und dann in den Sommer übergehen. Finde ich gut. Und das Letzte wäre, wen ich denn gerne taggen würde. Ich weiß jetzt nicht, da dieser Tag doch recht herumgeht und bereits einige diese Fragen beantwortet haben, würde ich jetzt einmal sagen, ich würde gern Jackie's Letter Love taggen, Anke von Die lesende Frau, dann Elke von Elkes Welt und ihre Bücher und ich bin jetzt beim Überlegen, wer Fabienne von Japan Connect, bitte gerne, das ist sicherlich mit einem asiatisch-japanisch angehauchten Winterkleid, wäre das sicher sehr, sehr interessant. Und jede, die Lust und Laune hat, diesen Tag zu machen, gerne. Fühlt euch gern von mir angesprochen und auch von der Elena. Ich glaube, sie freut sich, wenn da ganz viele Antworten dazu kommen und damit werden ihre Bemühungen, diese Fragen sich auszudenken, sehr belohnt und das freut sie wahrscheinlich sehr. Da die Welt leider immer noch im Chaos untergeht und alles ein bisschen unsicher ist, ob das die großen Infektionszahlen sein, die hohen Infektionszahlen, die großen, der Krieg in Europa leider immer noch ist, gibt es auch heute wieder die Rubrik, die 3 guten Dinge des Tages. Erstens, ich hatte diese Woche ein tolles Gespräch mit Lisa und Beate. Wir haben uns endlich wieder mal über WhatsApp face-to-face gesehen, was total nett und schön war. Zweitens, heute Morgen gab es wieder ein Vogelgezwitscher und ein Vogelkonzert unglaublich toller Art. Ich liebe das. Ich glaube, ich habe das schon einmal erwähnt in dieser Rubrik, aber wenn ich aufmachen kann, meine Fenster, und ich höre dieses Gezwitscher, ist einfach alles sehr viel besser. Und wir sehen die Sonne heute ohne Sahara-Staub. Ganz schön, ganz klar, blauer Himmel. Und deswegen gehe ich dann eine Runde spazieren und werde das sehr, sehr genießen. Wer Lust und Laune hat, kann gerne unten in den Kommentaren natürlich auch seine Antworten eingeben. Freue mich sehr, vielleicht auch welche Bücher nicht so gut angekommen sind jetzt in diesem Winter oder auch richtige Highlights. Würde mich sehr freuen, bin immer ganz gespannt, was ihr da dazu schreibt, weil da gibt es so viele Ansatzpunkte und so viele Dinge, die da berücksichtigt werden können und das finde ich einfach richtig toll, da gibt es einen schönen Austausch dazu. Und zu meinem letzten Video gibt es einige Kategorien für Zeig mir 3 Bücher. Werde ich natürlich für April und Mai aufnehmen und schauen, welches. Also ich habe ein Favorite-Thema. Schauen wir mal, welches als nächstes kommt. Bin schon beim Überlegen und beim Planen. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche. Bleibt gesund, sucht euch guten Lesestoff. Tut euch selbst was Gutes. Pfiat euch, bis bald.